Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks, Schnippo. Nein. Ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit dir? Ach, herrje. Ja, das Tal der unbequeme Erinnerung. All die Leute, die sie auf dem Gewissen hat. Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Naja, Lilly hat gerade realisiert, dass sie ihre Klassenkameraden und den einen anderen Typen da umgebracht hat. Wobei, der eine Typ mit dem Prestnofammer, der nach dem Tempelgrab gesucht hat, hat es ja selber durchgeschnitten, dieses Seil vom Kreuz. Eigentlich habe ich ja nur meine Klassenkameraden umgebracht. Auch wenn es Unfall war. Unglückliche Zufälle, sag ich's mal so. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden? Oder nein. Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Ja, das Verbot, nicht die Beherrschung zu verlieren. Ja, scheuer ihn einem, knall ihn eine rein. Tu es. Lilly, tu es! Oh, Zahn auszuschlagen. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Ja, Spaß gemacht. Besonders, als wir ins Tal gegangen sind, wo Lilian die Wahrheit erfahren hat. Drogelbecher? Ja, Drogelbecher. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Motigor steht in deiner Schuld. Ja, das macht dann 10 Euro. Nein. Wobei, wir können ja eigentlich Schlösser knacken jetzt. Aber das ist ja eher rollenspielmäßig, nicht in der realen Welt. Haben wir überhaupt in der realen Welt... Nee, in der Welt der Trance. Dings? Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Harvey ist deprimiert. Dann gibt's halt die Schnur. Gab's da irgendwas Spitzes? Naja, vielleicht ist ja jetzt was, wo die Schlacht geschlagen ist. Gegen diese ganzen kleinen Kartoffelviecher. Kartoffel! Boogie! Boogie, Oogie, Boogie, Boogie! Scho, 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 scho. Hühnchen. Hühnchen! Ja, mit dem Pfeil. Genau, wir knacken jetzt mit dem Pfeil ein Schloss. Als ob. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so.
Sonst kann ich hier nirgendwo mehr lang, ne? Ja, dann knacken wir halt mit dem Schloss. Ja, mit dem Schloss einen Pfeil. Nein, andersrum. Mit dem Pfeil ein Schloss knacken. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob es auch so in der realen Welt war. Zufällig ja. Tatsächlich. Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ja, ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Oha. Ätnas alte Zelle. Ein Porträt. Von dem kleinen Alfred. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. Einfach mal mitnehmen, das Bild, ja. Können wir eigentlich in Ätnas alte Zelle? Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Ätna festgehalten wurde. Die Tür war fest verschlossen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Do not disturb. Do not disturb, schön, wie das nicht übersetzen. Zum Abstellraum, dann gehen wir halt erst da rein. Kann man hier eigentlich immer noch aufs Dach? Hallöchen. Das Phantom. Termitenfarm. Der Spiegel hing zu hoch, aber Lilly konnte ihr Spiegelbild ohnehin nicht leiden. Ja, wer tut das schon? Ach, da war der Haken. Ja, das ist der Haken an der Sache. Du kommst aber auch nicht dran, ne? Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck, aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. Hauptsache, so ein kleines Mädchen kann einfach mal so eine große, schwere Bowlingkugel mit sich rumschleppen, ne? Ah, um das Gehirn. Ja, aber das will diesmal nicht mit uns sprechen. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Ups. Das sieht ja nicht nach Termiten aus, sondern nach irgendwas anderem. Kleiderständer. Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Honigpfannkuchen? Honigpfannkuchen? Das nehme ich jetzt hier an Baphomets Fluch 2. Die Spiegel der Finsternis. Wo wir auf dieser Südseeinsel waren. Dieser Filmcrew. Ja. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Ja. Also für Lilly schon. Für uns ist es ja etwas länger her. Das Phantom. Das Phantom sah bedrückt aus. Aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ätnas Zelle war? Vielleicht. Lass mich in Ruhe. Oh, komm, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder.
Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Naja, wie mir zufällig ein Porträt deines Bruders. Oh, das ist er. Das ist mein Bruder Alfred. Oh, Alfred, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Ja, das hättest du. In den anderen Raum kann ich nicht rein, oder? Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Die Tür war fest verschlossen. Ach nee, da muss der Spiegel hin. Lichträtsel! Ja. Ja, mit dem Honigpfannkuchen die Termiten dazu bringen. Na, wollt ihr Termiten? Dann muss ich erst wieder hier. Damit ihr checkt, dass an der. Bemerkenswert. Ja. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Geisterkostüm, genau. Bauen wir jetzt ein Geisterkostüm zusammen. Und lassen ihn so. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. So dem Bruder im Glauben. Dass ein anderer. Dass der Geist seines verstorbenen Bruders erscheint. Wie auch immer es Lilly geschafft hat. Die Bowlingkugel da oben hin zu klatschen, ne? So klein wie sie ist. Und so schwer wie Bowlingkugel ist. Schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na, hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Oh, er weint! Er weint! Was muss ich jetzt daran hängen? Ja? Was ist das denn? Ja. Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal, Alfred? Alfred, du bist es wirklich! Wie auch immer es produziert ich wird, ich kann es kaum fassen! Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden! Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen! Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß... Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht! Na warte! Genau, er wirft eine Bowlingkugel. Indessen klaue ich mir mal den Schlüssel, okay? Also nicht vermissen. Also nicht vermissen. Definitiv nicht. Wie auch immer das Bild des Porträts darauf projiziert wird. Ist doch nicht durchlässig, wie bei so einer Folie.
Muss ich das verstehen?